Hallo, in diesem Video seht ihr eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Radikale, um Chinesisch besser zu lernen. Um Chinesisch, das heißt Mandarin oder eine der anderen chinesischen Sprachen wie Kantonesisch besser zu lernen, sollte man unbedingt die Radikale kennen. Diese stehen meistens links, manchmal aber auch oben oder rechts am Zeichen. Hier jetzt eine lange Liste von Radikalen, die ihr unbedingt kennen solltet. Bei den meisten chinesischen Zeichen, bei denen der Radikal links und ein weiterer Teil rechts steht, finden wir rechts die Aussprache und links die Bedeutung. Das heißt, wenn man den Radikal kennt, kann man schon etwas erkennen bzw. erraten, was das Zeichen insgesamt bedeutet. Unten in der Beschreibung findet ihr dann noch einmal den Link, wo ihr das genau im Internet finden könnt. Viel Spaß beim Üben. Ciao!